Hallo, meine exzessiv punchenden Starkbierbrauer und herzlich willkommen bei einer weiteren Staffel, also die zweite Staffel jetzt, Traveler's Rest. Wir haben jetzt der Graveyard Keeper beendet. Ich glaube, wir sind jetzt am 23.12., einen Tag vor Weihnachten, und starten jetzt dann mit Traveler's Rest. Die Aufnahme habe ich jetzt so ein bisschen vorher schon aufgenommen. Wie man unten sehen kann, ist jetzt auch gerade das sogenannte Weihnachts-Event. Wir haben schon mal ja gespielt gehabt, wir kennen so ein paar Grundzüge, aber es ist schon wieder eine Weile her, also weiß ich nicht wie, wo, was, Ananas und so weiter. Werden wir gemeinsam herausfinden. Ich habe mir mal so ein bisschen storymäßig sowas ausgehört, weil man kommt rein, du kriegst eine Taverne und dann geht's los, und wir machen das jetzt mal ein bisschen anders, denn wir haben ja am Ende von Graveyard Keeper, Achtung, Spoiler, am besten jetzt nochmal gesprengt, blablabla. So, und zwar, wir sind ja sozusagen, wir haben jetzt sozusagen das wieder umgeändert, umgekehrt die Zeit, und da gab es ja dann eine Story, was passiert ist mit den aufgeteilten Ichs sozusagen, und wir nehmen da mal noch eine dritte Persönlichkeit, die wurde auch reingeschickt, und zwar hierhin, und wir haben gar keine Erinnerung, Blarkeks und so weiter, deswegen machen wir jetzt mal spielen. Ja, das eine ist von meiner Frau, das andere haben wir ja damals im Ruhenden Troll gespielt zusammen. Wir machen jetzt ganz neu, machen hier erstmal daraus Reden der Schädel. Taverne aus dem, ja, von einem der DLCs aus Graveyard Keeper sozusagen, die wir jetzt mit reinnehmen. Wir sind der Wärter. Wirklich, mag den Wärter. Ich weiß nicht warum, aber das war, man sieht der nicht auch fast genau so aus? Aber ich glaube, der hatte braune Augen gehabt, ne? So Richtung braune. Nase war ein bisschen kräftiger, fand ich. Genau, die Nase 2. Mund haben wir in dem Sinne nie gesehen, weil wir hatten einen schönen dicken Bart. Wobei, nee, er hatte so einen spitz zulaufenden Bart eigentlich, ne? Bart 4 kannst du kicken, Bart 5 ist, ja, du fingst mal bei ihm an. Ja, Bart 1, aber Bart 2 hat irgendwie so ein bisschen mehr Ärger. Und wenn Bart 2, das sieht schon ein bisschen in der Richtung halt aus. Ja, den Mund sieht man ja trotzdem, glaube ich, nicht. Nö, genau, Nase passt. Die Haare hatten wir kurz gehabt, ne? Ja. Machen wir dann auch Haare kurz. Ach du Haller, die Welt, was ist denn da passiert? Oh, die Zeit ist doch vollgeschlagen. Nein, Spaß. Haare 1. So. Unser Hemd sah eigentlich so ein bisschen, ja, würde man sagen, Hemd, ja doch. Hemd 4, aber halt bitte nicht so fleckig hier, oder? Also machen wir mal hier so und dann machen wir. Muss das so fleckig aussehen? Ich finde, das passt nicht ganz so von der Qualität her, weil das ist, wir hatten da schon. Klar, hast du das. Nee, meine Güte. Also, die Hemden haben da ja wirklich ganz schön schäbige Auswahl gelassen. Na gut, ist ein bisschen halt daneben gegangen, können wir nichts machen. So, zack. Achso, warte mal, der macht das jetzt entweder so rum. Ist das der Samte hier? Na ja, gut, dann lassen wir das so und machen nochmal hier so ein bisschen. Ist halt der Alltagsstress, ne? Das kommt dann doch schon mal ein bisschen vor. Von den Hosen hier. Nee, ja, nee, okay, wir lassen Hose 1. Nur war ein bisschen bräunlicher so hier in der Richtung. Ah, nee, das ist jetzt die Gürtelschnalle, ne? Ja, gut, lassen wir mal die Gürtelschnalle so. Hosen würde ich doch mal. Ja, komm, wir nehmen die Hosen. Das passt doch schon mal eher. Nee, ja, ja, nee, ja, ja. Ja, ja, ne? So ein bisschen dunkle Schuhe dazu. Passt. Dann haben wir auch schon mal den Charakter erstellt. Sind wir schon mal da? Wie gesagt, ich will es nochmal von vorne, weil es hat ja ein paar Änderungen gegeben, dass du die Taverne auch ein bisschen selber ausbauen kannst und ein bisschen mehr begegnen kannst und so weiter. Dann können wir es mal alles gemeinsam entdecken. Muss man nebenbei trinken, ich habe nicht so viel, weil ich habe keine Säfte mehr. Jetzt ist nur noch Wasser und jetzt halt mir mal ein bisschen was Sprudeliges eingegossen. Mal gucken. So, möchtest du das Tutorial aktivieren? Wollen wir das wieder? Boah, wir haben schon den Besen von vornherein? Nee, den hatten wir doch damals gekauft gehabt. Also, das ist ja schon mal die erste Grundänderung, ist ja schon mal. Ja, nee, wir machen mal von Grund auf neue Quest verfügbar, ersten Kunden, so, genau, ersten Kunden, bediene 6 Kunden, dazu kriegen wir dann ein paar schöne Sachen, das war ja dann alles so hier, ne, okay, das ist jetzt der, ah, nee, 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 stimmt, stimmt, nein, mein Fehler, das ist wirklich, holla, en garde, en garde, en garde, aber wenn ich die 1 hier drücke, geht das nicht, ach so, okay, warum habe ich hier eine Kerze stehen? Ist irgendwie armselig. Warte mal, haben wir jetzt nicht auch einen Baumodus? Genau, V war der Baumodus. Nee, doch, doch, ne? Nee, Tavernen, Tavernensicht. Tavernensicht. Okay, nee, V war die Tavernensicht. B war der Baumodus. Jetzt konnten wir hier sagen, gehen wir mal auf und stellen wir mal hier mit drauf. Guck mal, sieht man auch gleich so richtig schön. Ich muss sagen, die Grafik haben sie schon ein bisschen schöner veranstaltet. Das sieht schon gar nicht schlecht aus.
Oh, guck mal, die haben jetzt sogar hier vorne, dass da die Leute dann immer stehen. Ja, wir machen das erstmal so und dann machen wir mal das so, dass wir hier zumindest schon mal das erste hier so ein bisschen drin haben. 37 Komfort. Ah, okay. Ja, stimmt. Mit Escape ging das nicht so. Ja, sieht doch schon. Oh, guck mal. Das Rennen, das sieht auch schon gar nicht so schlecht aus. So, haben wir hier oben schon was? Nee, genau. Hier oben ist jetzt noch nichts weiter. Weil, seht ihr, die Möglichkeiten sind schon mal ein bisschen anders. So, des Weiteren haben wir hier jetzt die Tür. Das hier ist noch, schreite weiter durch die Hauptquest, um Werkraum freizuschalten. Okay, das ist der Keller. Da brauchen wir die Stufe 10. Das haben wir noch von damals. So, hier haben wir unser Bettchen. Hier haben wir so noch ein Kistchen. Oh ja, guck mal, hier können wir nochmal unser Bett machen, damit es noch ein bisschen schöner aussieht. So. Ja, wir fangen noch nicht an. Das dauert noch mal ein Momentchen. Da müsst ihr uns ein bisschen Zeit geben. Seht ihr noch frisch? Ich wäre ein bisschen erstmal die Gegend. Oh, guck mal, mit Schnee gemacht. Habt ihr den Nordpol verlassen? Oder wird das eine Neubesiedlung? Hallöchen, sag mal, kannst du mir sagen, wo ich eigentlich gelandet bin? Das scheint nicht so gerade medieval-mäßig zu sein. Ich fühle mich... Okay, ja, da könnte jetzt wieder ein Seebär sein. Aber der da ist ein bisschen... Und der andere und... Holla, die Welfe. Okay. Okay, hier hinten sieht es schon ein bisschen veränderter, minimal veränderter aus. Oh, guck mal, das sieht ja gut aus. Läufst du durch? Ist ja geil. Blablabla. Oh ja, Entschuldigung, schon lange keinen Schnee mehr gehabt. Also da bin ich ja schon wieder ein bisschen Kind, wenigstens im Spiel. Okay, guck mal. Die Felswand hier zum Beispiel ist komplett neu. Das weiß ich, die war nicht. Da war irgendwie so einfach nur ab. Und einen kleinen Teil habe ich schon gesehen. Meine Frau hat hier kurz mal reingeschnuppert. Ich habe jetzt nur gesehen, dass hier nämlich einen Durchgang gibt. Den gehen wir mal jetzt entlang. Ich weiß jetzt nicht, was da kommt. Hallo, meine Freunde. Ist ja cool. Hey. Habt ihr Lust, später zur Taverne zu kommen? Hey, bei euch ist der See. Eigentlich ist der See doch zugefunden. Da müsste ich doch jetzt... Na, egal. Ich werde töten für eine Schüssel heißen Eintopf. Ja, okay. Hey. Wenn der Eisblock schmilzt, gehen wir zurück an die Arbeit. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, okay, gut. Ja, dann machen wir das so. Brock ist mitgenommen von dem, was mit Ferro passiert ist. Armer Kerl. Die waren wie Brüder. Armer Ferro. Ich kann nicht glauben, dass wir Ferro verloren haben. Er war einer von den Guten. Bei diesem Wetter hätten wir niemals den Berg besteigen dürfen. Es ist sehr kalt. Meine Hände sind erfroren. Okay, gut. Ja, dann macht ihr mal hier weiter. Hey, guck mal hier. Ich habe einen Apfel geerntet. Im Winter. Das ist ein Winterapfel. Ja, das ist ein Winterapfel. Ich glaube, sowas gibt es wirklich. Ich glaube nicht so von... Doch, ich glaube, es gab einen Winterapfel. Gab es wirklich. Bin mir jetzt mal ein bisschen unsicher, ja? Okay, also hier haben wir jetzt... Was haben wir hier? Boah. Ich will mir erstmal kurz ein bisschen angucken, bevor wir hier irgendwie weiter dann mal gehen. Weil ist ja auch schon ein bisschen neu entdecken, so. Okay, hier ist jetzt ein offenes Tal. Hier kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr... Oh, guck mal, da kann ich was aufheben. Waldüberreste. Sehr schön. Oh, Hallöchen. Wie nein. Erinnert mich an die Wache von Kakariko. Ich bin mal... Hat der andere wenigstens mitgelaufen. Lässt du mich immer... Du hast mentale Fähigkeiten. Ich sehe schon. Na okay, wir gehen mal weiter. Wir wollen ja zurück nach Hause. Guck mal, jetzt ernten wir mal. Gibt es Wintermangos? Habt ihr schon mal was von der elitären Wintermango gehört? Wahrscheinlich nur am Nordpol. Heia! Dann schlagen wir sie einfach alle mit dem Besen. Wenn ich die mit dem Besen schlage, kommen wir dann da vielleicht durch? Heia! 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 Ne, den interessiert das gar nicht. Hallo? Ja, hi! Sag mal, wenn ich dich mit dem Besen hau, passiert dir was? Feuer! Entschuldigung! Ja, tut mir leid, ich geh schon wieder. Es war nicht beabsichtigt. Ja, Entschuldigung, ich geh doch schon. Ja, tut mir leid. Es war... Entschuldigung, ich dachte, das ist wie bei dem Wärter. So, da ist doch nichts. Schittikowski. Hm. Hier ist eine Treppe, meine Freunde. Okay. Finde ich schon mal interessant. Also, dass wir den Truthahn geschlagen haben, tut mir schon ein bisschen leid. Zumal wir jetzt den ja noch nicht mal gebrauchen können. Oh, guck mal, hier ist so ein bisschen... Ach, hier ist eine Mine. Ich glaube, das ist der Kumpel. Ha, ich mach dich frei. Warte mal, nee, wir brauchen... Eine Fackel oder sowas brauchen wir hier dann.
Irgendwas kriegen wir die dann frei. Dann können wir die Mine wahrscheinlich freischalten. Oh, das ist mal voll interessant. Wir machen jetzt erstmal so ein bisschen Entdeckung, bevor wir dann mal so ein bisschen weiter planen hier so. Weil wie gesagt, ich habe ja schon die eine Staffel gespielt. Und da wissen wir ja schon einiges so. Wir werden danach gleich nochmal die Taverne mal ein bisschen so heute eröffnen. Am Anfang hat man da ja noch nicht viel. Oh, guck mal hier. Kann man da die Kisten eigentlich öffnen? Heia, heia, ne. Ach, guck mal, das erinnert mich jetzt so ein bisschen an, ach, sag schnell. Stardew Valley. Mit der Brücke so ein bisschen. Ja, doch, ist es so Richtung der... Oder ja, Harvest Moon ist ja auch mal... Oh, und hier kommen wir bestimmt später dann auch nochmal durch. Oder noch nicht jetzt. Da ist ja immer noch ein Early Access Titel, soweit ich weiß. Von daher könnte da noch ein paar Sachen dann kommen. Na, mal schauen wir mal. Aber es sieht schon ganz interessant hier oben aus. Kann man das hier wenigstens lesen? Muss ich sauber machen? Nee. Okay. Wir mussten da runter. Okay, bis jetzt sieht es eigentlich sehr interessant. Wir haben auch unendlich Ausdauer immer noch. Also das haben sie jetzt bis jetzt noch nicht geändert. Also wir können jetzt zumindest schon mal in den nördlichen Teil gehen. Das ist uns schon mal möglich. Ich würde gerne... Ich finde das so cool. La, 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 la. Ob es im Süden auch was Veränderung? Na, hallo, tragen sie nicht eigentlich immer rot? Wäre das nicht... Sind wir vielleicht ein Geist? Sind wir vielleicht gar nicht existent hier? Hey, mein Freund, also... Sie könnten mir doch mal erklären... Hallo, werte Dame, wissen Sie, wo wir hier uns eigentlich... Ist hier so ein Jogginglauf? Habt ihr hier gerade irgendeinen Wettkampf? Ah, okay. Lauft mal weiter, wir schauen uns hier noch weiter um. Ja gut, hier ist so ein bisschen Weg. Vielleicht ist ja hier unten noch ein Eingang. Das habe ich mich nicht gesehen. Okay, gut. Oh. Ist aber auch, glaube ich, neu, ne? Also das wurde ja nicht... Ah, guck mal, da. Wollen wir das jetzt erkunden oder wollen wir das... Aber ja, nee, ich erkunde erstmal. Ich muss mal ein bisschen was erstmal gucken. Hier, wir heben mal noch ein bisschen auf. Wir brauchen bestimmt ein bisschen... Wenn es so kalt ist, dann brauchen wir ja bestimmt auf jeden Fall was. Hey, mein Freund, darf ich bei dir wenigstens durch? Du bist bestimmt auch einer, der immun gegen den Besen ist. Naja, war mir ja klar. Ich glaube, hier kann man angeln. Könnte mich aber auch täuschen. Okay, es gibt zumindest Truthähne, die wir jetzt jagen können. Arme Tiere. Oh, ein geheimer Wald. Hallöchen. Gibt es hier vielleicht auch so Events oder wann wer wo ist vielleicht? So, also an manchen Tagen ist der da, an manchen Tagen sind die nicht da. So jetzt wie bei Graveyard Keeper wäre bestimmt auch mal interessant. Okay, hier ist zumindest irgendwas. Vielleicht ist hier irgendwann der Weihnachtsmann. Gut, der Tag ist bald rum. Die Leute wollen bestimmt langsam auch mal in unsere Taverne eintreten, denn wir haben bis jetzt ja nur eine Taverne. Noch kein, ja, ich sag mal... Hi. Wie geht es dir? Hey du, du bist der Besitzer der Nordtaverne, oder? Woher weißt du das? Na, der große Elch weiß alles. Seine Jungs reisen durchs Königreich und informieren Elch über alles, was da draußen passiert. Ich habe schon eine Weile auf dich gewartet, um übers Geschäft zu reden. Ja, was für ein Geschäft denn? Weihnachtstickets! Alle sind verrückt danach. Wenn du der Boss sein willst, hast du bessere eine ordentliche Ladung davon dabei. Mit den richtigen Rezepten werden deine Kunden ihre kostbaren Tickets rüberlassen. Glaub mir, Ace weiß, wovon er redet. Bald werden wir mehr Tickets, als wir ausgeben können. Also bald haben wir mehr Tickets, als wir ausgeben können. Hey, Entschuldigung, ich sprach wieder. Wenn ich die Tickets bekommen kann, wofür brauche ich dann dich? Boah, das ist ja schon wieder ganz schön hart, ihr sottener Kapitalist hier. Man muss gleich mal den Esel wieder rufen. Ich habe Kontakte, okay? Ace weiß, wie das Geschäft läuft und besorgt die fantastischen Gegenstände im Austausch gegen deine Tickets. Na, was sagst du? Klingt gut, aber ich weiß, weiß immer noch nicht, woher ich sie bekomme. Es ist so einfach. Pass auf, diese Rezepte geben Ace, gehen auf Ace Nacken. Die sind komplett umsonst. Da wäre sie in deiner Taverne und im 0, nichts hast du eine Handvoll Tickets. Oh, Eggnog ohne Alkohol, Eggnog, Champagner. Ja. Ich habe eine Taverne, ja, Rosinen, Traubensaft für Champagner, Schokolade, Urlaub, Weihnachtsgarotten, holla, die Waldfee. Ja, ja, siehst du, wir gewinnen beide. Ja, da wir jetzt Partner sind, bin ich mir sicher, dass Ace dein einziger Abnehmer sein wird. Verkaufe niemanden sonst die Tickets, abgemacht?
Ja, klar, bin ich dabei. Alles klar, dann raus mit dir. Verdiene mir eine schöne Menge Tickets und nutze sie in meinem Shop. Ja, zeig mir mal deinen Shop. Oh, guck mal, eine Außenlaterne. Oh, das ist ja schön gemacht. Crispy Cracker. Dekorativer Lebkuchen. Glockenspiel. Efeu, also kann man bestimmt ein bisschen was Schönes machen. Schönes Holzwerk, eine Megawache. Objekt für eine Welt ohne... Au, Nüsse! Dann der Knacker noch dazu, die Rentierskulptur. Oh, ein riesiger Lollipop. Da steht meine Tochter wahrscheinlich dann die ganze Zeit dran. Stoffpuppe. Oh, das Tischgesteck. Oh, das sieht doch... Weihnachtskissen. Naja, sag mal, Alter, daraus. Das hier fällt mir immer schon. Na dann, Ace. Dir viel Spaß und dein Nacken... Lass dich nicht ausrenken und so. Okay, ja, wir sind ja schon wieder hier die ganze Zeit umher, haben schon ein paar schöne Sachen gefunden. Also ich finde, haben sie schon ein bisschen erweitert. Also Nord-Süd haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja genau, hier war unser Dings, wo wir ein bisschen Wasser holen konnten. Hey, mein Freund, okay, hier konnten wir noch nicht... Oh doch, hier ist jetzt Bestellungen, Personal ein... Personal konnten wir erst mit 6 freischalten. Genau, Bestellungen hatten wir bei 4. Und den Kalender ist noch nichts weiter drin. Ach so, Trend ist dann... Ach ja genau, Trends gibt es dann erst später. Okay. So, was haben wir hier drin? Ne, nichts weiter, wa? Okay. Ah ne, warte mal, haben wir noch irgendwas im Briefkasten? Weil sonst mache ich die Taverne einfach mal auf. Achso, genau, hier konnten wir jetzt Bestellung machen, aber da wir blank und bleiter sind, ist es nicht gut. Da werden wir nichts kriegen. So. Ja, na dann, wir müssen 6 Gäste erstmal bedienen. Ne, warte mal, wie war denn das? H, ne? Ne, H war das. Das hier gibt's ab Stufe 1, das hier gibt's ab Stufe 3, genau, da konnten wir dann die Sachen freischalten. Hier konnten wir so ein bisschen Rezepte machen. Hier haben wir so Redner, Schädel, Zufriedenheit, genau, wie war denn das jetzt nochmal? Warte, wir müssen das mal herausfinden. Taverne öffnen, ach, Ober, okay. Pling, 15,50, kommen Sie hinein, wir haben zwar noch nichts, aber wir geben gerne was raus. Hey, mein Freund, schicke Friese. Ja, hier, guck mal, da kriegst du ein bisschen was Süppchen. Aber nicht schon wieder gleich den ersten Fladen hier auf den Boden hinschmeißen. Das ist nicht so... Oh, schickes Köpfchen. Ja, hier hast du auch noch ein bisschen was hier, mein Freund. Hier fährt man sich glatt wie ein Adliger. Ja, bei unserer supergeilen Schleimsuppe immer. Also lasst euch... Ich sag's ja, da kommen sie rein und machen die erstmal auf den Boden hin. Das ist ja immer wieder fantastico, ey. So, holla die Weite. Ich hau euch gleich alle was hinter am Schädel und dann fliegt er wieder nach draußen. So, hier hast du noch eine Schleimsuppe. Sehr schön. Wir haben die ersten Kunden bedient. Haben eine neue Quest. Was haben wir denn da? Serviere 8 Portionen Pampe. Ja, gut. Machen wir ja schon. Warte mal, kann ich Baumodus machen? Kann ich das auch da hinstellen irgendwie? Ja, Taverne muss geschlossen sein. Na gut. Pass mal auf, dann machen wir mal Taverne schon mal zu. Ja, lasst euch schmecken. Lasst euch Zeit. Also den Wichtel finde ich immer noch... Oh, sie war ein hübsches Ding, das war sie, mein Schweinchen Stella. Ja, gut, hast wahrscheinlich gegessen, ne, im harten Winter oder sowas. Jo, sehr schön, 35, sehr schön. Ich mach mal hier ein bisschen sauber, dass er noch ein bisschen ordentlich zu aufessen könnte. Und dann ab nach Hause ist schon wieder vorbei, das war nur eine Viertelstunde geöffnet. Ah, ne, ein Stündchen haben wir ja wenigstens gemacht. Ja, okay. Also, pass mal auf, wir können jetzt den da bauen, ne? Ah, ne, war ja nur ein Hocker, ich brauche ja den hier, wa? Genau, so. Der ist noch ein schönes Tischchen, das ist so, das ist der miese, fiese Schurkentisch. Da kommen die Leute dann immer hin. Warte mal, E war das da? E? Q? Q war das, genau. War der miese, fiese Schurkentisch. Da sitzen dann immer die Schurken gleich am Eingang, damit sie entdeckt werden. So, warte mal. Ach ja, ich habe ja noch Kerzen. Kerzenschein. So muss das sein. Ach, guck mal. Oh, wir können... Das finde ich nice. Okay, gut. Ja, das packen wir mal dahin. Und dann haben wir ja noch einen, ne? Hier, den packen wir ja doch den Stil. Nee, da machen wir so die Einzelkerze hin. Und dann machen wir hier nochmal die 4Q und, genau, warte mal, den Stil nochmal ändern, schön da oben. Musik finde ich immer noch ganz gut. So, dann machen wir wieder auf, kommen sie rein, können sie rausgucken. Sag mal, ab einer bestimmten Uhrzeit muss ich doch hier auch, Feuerholz reinlegen, oder? Klack, klack, klack. So, genau, irgendwann war mit Feuerholz doch irgendwann, ne? Ja, 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 ich bin schon da, bitteschön, lass dir schmecken. Ah, das war eine wundervolle Reise. Sehr männliche Stimme. Habe ich jetzt nicht damit erwartet. Aber okay, gut. Ah, na gut, man sollte nicht immer noch nach dem Äußeren. So, wir haben ein bisschen Pampe. Oh, Leute. Oh, jetzt. Ruht ja gleich ein ganzes Schiffcode dahin. Nee, ach nee, das ist nun. Nee, du musst nur die 1 nehmen, ne? So. Ah, endlich kann ich meine Füße mal ein bisschen Ruhe gönnen. Ja, aber könnt ihr aufhören, immer hier auf meinem Boden gleich hinzumachen?
Ja, ich bin doch schon da, meine Dame. Jetzt warten Sie doch mal ganz geduldig. Habt ihr irgendwas Tolles erlebt? Oh, schicke Bandagen auf dem Kopf. War eine harte Schlacht oder bist nur die Treppe runtergefallen? Ach so, ein Besen stehen. Komm, ja gut, kann ich verstehen. Ach. Was trinkst du denn da? Ich hab nichts zum Trinken ausgegeben. Hier gibt's nichts von draußen mit. Selbst wenn ich nichts zu trinken habe, gibt's nichts von draußen mit, ja? Ja, jetzt machen wir den Tisch sauber, mein Freund. Genau, wir machen schon sauber. Jetzt könnt ihr weiter schön fleißig trainieren. Ist spannender nicht. Ich gucke nur zu, damit auch alle was ordentlich essen. Ah, hier ist man gar nicht mal so schlecht, ey. Ja, genau. Sehr, super, sehr schön. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Oh, du willst noch eine Pampe. Mensch, dir muss das ja schmecken, mein Freund. Ja, verköstigt es ruhig. Lasst euch... Oh, du willst auch noch mal ein Pämpchen. Na, da, meine Güte. So, da haben wir es. Oh, guck mal, wir haben unser erstes Bier- und Getreidebrei bekommen. Ja, ich würde sagen... Du haust mal schon wieder ab. Danke, dich brauche ich heute nicht mehr. Ihr genießt euer Essen noch und lasst euch einfach mal Fantastico-mäßig schmecken, ne? Was haben wir denn da? Okay, wir sollen 5 Getreide bei und 5 Grog servieren. Ah, okay. Dann pass mal auf, wir machen das mal so. Mein Grog, den packe ich dir schon mal da rein. Kann ich auch Zweren machen? Nee, kann ich nicht. Genau, und dann... Ja, danke schön, dass es dir gemundet hat. Kann ich den hier einfach irgendwie so rüberschieben? Ja, genau, geht auch so. So. Sehr schön, freut mich immer. Naja, so oft wie ihr mir hinmacht, müsst ihr keine Schuhe ausziehen. Das wäre ein bisschen... Ah, ich brauche schon wieder mein... Ah, guck mal, jetzt ist nämlich... Genau, jetzt ist Anzeigetemperatur ist kalt. Da müssten wir eigentlich vorher anmachen, aber... Doch, machen wir. Doch. Komm, wir entzünden mal hier. So, Taverne kann wieder aufgemacht werden. Kommt mal rein, könnt ihr rausgucken. Ich habe genau ein Fenster und Tresen, also müsst ihr euch öfters anstellen, damit ihr rausgucken könnt. Und dann gibt es ja auch ein bisschen, genau, heute gibt es nämlich auch ein bisschen Grog. Da jetzt dann richtig, genau, jetzt gibt es noch ein bisschen Getreidebrei. Oh Leute, ihr kommt hier rein. Ach ja, gut, warte mal, stimmt ja. Bierzapfen Nummer 1, Bierzapfen Nummer 2, Bierzapfen Nummer 3 und dann einmal, zweimal, dreimal und dann wird da noch einer ein Grog. Meine Güte. Aber hört mal auf, bitte hier die ganze Zeit auf meinen Boden hinzumachen. Das ist wirklich schon mal langsam peinlich. Oh, noch ein Grogchen. Ja, klar, meine Dame. So, jetzt haben wir noch mal eine schöne Axt. Jetzt können wir Bäume fällen, aber jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen... Ach so, du bist in der Gruppe bei dir. Ach, du Heilige. Ja, immer schön aufpassen. Das ist gefährlich, dass ihr da nicht ab... Ich brauche euch jetzt Kunden, ihr wisst ja. Also dann lasst lieber alles stehen und liegen. Nehmt nur euer Geld mit, damit ihr das auch wieder hierher tragen könnt. Ihr wisst ja, also... Muss ja auch mal sein. So, warte mal, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Okay, als nächstes muss ich Bäume fällen, damit ich das bekomme. Okay, wir brauchen jetzt aber erstmal noch die Getreideschalen, ne, meine Freunde? Ja, Krug Bier, naja gut. Bei mir soll es eher lieber ein Gin sein oder ich nehme ein Weinchen, Bier ist... Ah, es tut mir leid, es ist halt eher so. Irgendwie nicht in den Genen veranlagt, Bier. Meine Güte, aber... Zimmer hätte ich das Ding schon längst leer. Ey, Engel trinken Grog. Okay, gut. Dann müsste ich nochmal in die andere Welt mal rüber joggen und mal fragen, ob die da auch Engel hatten. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, dass die Bier den Grog getrunken haben. Glaube ich nicht, war nicht so. Aber kann ja auch was anderes sein. Ja, ich mach nochmal fix ordentlich. Oh, guck mal, da kommt der nächste Gast. Bitte jetzt hoffentlich mal... Oh, Alter, die kommen jetzt natürlich, na klar, nur um zum Saufen. Ist ja natürlich. Aber ich kann es euch verstehen, nach so einem harten Arbeitstag. Ist ja auch schon spät, mittlerweile 22 Uhr. Weiß gar nicht, wann machen wir hier mal die Taverne zu? Ja, gegen 12 Uhr, oder? Aber hat doch einen gemütlichen Flair. Ah! Das gefällt mir. Na gut, okay. Ja, das gefällt mir auch, weil du natürlich ein Bierchen willst. Oh, was zu essen, nochmal was zu trinken. Ja, kommt mal rein. Wir brauchen aber ein bisschen Geld, damit wir ein paar schöne Sachen machen können. Ach, Hallöchen! Gut siehst du aus. Ein Bierchen möchtest du, ja? Das sieht mir aus wie so ein bisschen Wiegen von der Serie Swatter. Also, da gucke ich so gerade mal so nebenbei, deswegen, da sieht so ein bisschen ähnlich aus. Nur die Haare sind weniger angegraut hier. Es tut so gut, wieder im Warmen zu sein, nicht? Oder was sagt ihr? Ja, also ich finde es immer schön warm hier. Aber naja, ihr wisst ja halt, ne? Ist ja in dem Sinne. Man muss ja auch hin und her rennen, sieht man ja auch an meiner Kleidung, ne? Ja, ich mache schon ordentlich, keine Angst, dafür stehe ich ja hier. Ich will euch nicht nur aufs Essen oder aufs Getränk schauen, ich will natürlich auch, dass hier alles ordentlich ist. Soll ja auch gar nicht penetrant wirken. Auf Wiedersehen, lassen Sie es sich gut gehen. Ja, das habe ich schon öfters gehört. Also Engel trinken gerne Grog. Gehört wahrscheinlich dazu, damit sie besser fliegen können.
Frage ist dann, ob sie damit auch gerade fliegen oder eher weniger gerade. Naja, oh, sehr schön, dass der da mir... Ach ja, genau, wie war denn das? Information? Ah, guck mal, das heißt, wenn das hier fertig ist einmal, haben wir ja Level Up, ne? Bis jetzt haben wir Preise plus 7, Belegung plus 3, Status der letzten Woche, Gesamtzeit, wie jetzt? Woher weißt du, dass ich ein Kultist war? Sag mal, jetzt sieht's aber hackig hier. Bist du auch aus der Parallelwelt? Ah, Gröckchen, Möckchen und noch ein schönes Breichen. Sehr schön. Getreidebrei erledigt. Ein Gröckchen erledigt. Genau. Du kriegst noch ein Gröckchen. Letztes danach ist Bettzeit, meine Freunde, ja? Denn ich kann ja nicht mit Besten und Gewissen hier. Oh, Leute. Läuft hier extra einer in die Ecke. Ja, okay. Ich muss mir noch überlegen, ob man die auch Klos mal anbauen kann. Das wäre natürlich noch ein Vorteil. So, pass mal auf. Wir machen mal danach gleich noch schönes. Schönes Mützchen, aber schade, dass ich mich immer noch nicht dazusetzen kann. Wäre cool, wenn ich mich dazusetze. Ja, auf Wiedersehen. Lasst euch gut gehen. Kriegen wir vielleicht noch die Stufe 1 hier? Nee, war das wird nicht so fix. Nee. Dafür kriegen wir zu wenig Punkte. Hm. Hauen die mir ja nochmal extra hin. Naja, okay, na okay. Ich breche immer wieder ab. So, okay. Aber sieht schon mal, also finde ich sehr toll. Sehr schön gemacht. Gut, wir machen mal jetzt hier ein bisschen Holz sparen. Noch zwei Zweigchen. Das sieht aber noch jetzt gut aus mit diesem Nachglimm. Finde ich gar nicht schlecht. So, Missionen. Ihr will 5 Bäume gefällt haben, ja? Okay, ab einer bestimmten Uhrzeit kippt er ja von alleine um, wa? Ich würde nämlich sagen, wir machen jetzt trotzdem nochmal das Fällen. So, wir gehen mal hier ran. Ah, guck mal, wir können trotzdem mit der linken Maustaste oder F schlagen machen. Okay, also wir machen mal 1. Dann machen wir Nummer 2. Oh ja, die Dinger hier brauchen wir. Das ist ganz wichtig. Dann... Jetzt wird's unheimlich, der hat sein Gesicht verloren. Das war unheimlich, wie der da gerade stand ohne Gesicht. So, so, so. Ja, wir müssen ja eh immer ein bisschen Platz schaffen. Haben wir noch die 5 Bäumchen heute in der Folge gemacht? Ist ja auch die Anfangsfolge, ne? ich halte mich wieder so ein bisschen dran, das war so 2-3 Minuten. Naja, Bäume fällen mit der Kupferaxt haben wir erledigt. Jetzt haben wir auch noch eine neue Mission. Was sagt denn die neue Mission? Stelle 20 Holzbretter an der Sägemühle her. Warte mal, die Sägemühle war jetzt mit 3 und dann mit Q, ne? Genau, aber ich muss erstmal. Genau, ich muss hier freiräumen, war das doch, ne? Die Devise. Genau. Wie war das mit freiräumen, wa? Genau, das geht, aber über mir geht noch nicht. Da musste ich erst mit der 5 dann. Konnte ich nicht. Kupfersende. Achso, Baumenü müsstest du mal rausgehen. Hoi, Alter, da aus. Der macht da aber einen Lärm, mein Freund. Ah, da geht's aber ab hier. Hopsig, popsig und galopsig. Jetzt freut er sich. Das ist schön. Achso, nee, er freut sich gar nicht. Er ist müde. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nur noch kurz das Ding mal hinstellen. Und, genau, jetzt müsste ich doch... Ja, sehr schön. Guck mal, jetzt ist hier ja so der Bereich. Jetzt können wir das nochmal... Kann man den noch ein bisschen rüberschieben? Bis dahin geht das. Na gut, dann machen wir das mal dahin. Fortsetzen. B-Modus raus. Oh, jetzt wird er ganz müde. Ja gut, dann hauen wir uns jetzt mal fix hin. Und dann war es das aber auch schon für heute. Das ist die erste Folge. Morgen ist ja schon Heiligabend. Also morgen ist schon die erste Heiligabend-Folge. Ja, wir wollen schlafen gehen. Wunderbärchen, das Ja, ich glaube, es war auch immer noch Speicher, wenn er sich hinpackt. Genau, jetzt kann ich mir einen neuen Spielstand machen. Jetzt liegt er da und passt wunderbar. Sehr schön. Dann war das die erste Folge. Ich finde viele interessante Erneuerungen. Wir müssen aber noch ein bisschen durchschauen, was da noch so alles gibt. Den Charme, finde ich, hat es noch nicht so verloren. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also wir werden jetzt erstmal die Quest so ein bisschen machen, dann werden wir wieder alles aufbauen. Dann fangen wir bald an, dass wir da dann alles freischalten, die ersten Gäste und so weiter und so fort. Halt das ganze Thema schön, das sehen wir noch. Schöne wieder Feiertage jetzt hinweg. Ach, ist mal wieder ein bisschen gemütlicher. Wieder schon ein bisschen aufbauen. Ich freue mich schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert mal was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, dann werden wir uns erstmal weiter um die Quest kümmern. Dann noch neue Gäste reinholen. Mal schauen, wie sie essen, trinken und so weiter. Und uns die Bude wieder zumüllen, wie immer. Und dass wir so bald wie möglich auf jeden Fall diesen Zauberbesen, also den will ich auf jeden Fall so bald wie möglich haben. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, jetzt, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao.